Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Madden NFL 24 Ultimate Team. Jawohl, wir spielen heute wieder gegen Team of the Week. Week 13 Standouts. Müssen wir schauen, was heute machbar ist. Matthew Stafford, Quitty Pay, Cincinnati Bengals. Klingt machbar. Score a passing touchdown in 7 plays, pass for 35 plus yards in 3 plays. Okay. Let's go. Zero Chill kommt ja, beziehungsweise wir haben schon im Game, aber morgen fangen wir damit an. Ich habe aber allerdings schon überlegt, ob ich... Oh, hoppala, das ist der perfekte Pass, wollte ich gerade sagen, der ist so frei. Wir werden die Challenges spielen in Zukunft am Mittwoch. Ich glaube, wir können da einiges an Geschenken rausholen. Deswegen müssen wir einfach schauen, dass wir da ein paar Snowflakes zusammenkriegen und dann richtig all in gehen können. Genau. Play next challenge. Matthew Stafford abgeschlossen. Don't allow more than 25 yards this drive. Don't allow more than 15 yards in 2 plays. Okay. Gab schon leichtere Aufgaben, aber werden wir schon irgendwie bestehen. Cover 3 hat flat. Wir haben das letzte Mal schon gesagt. Wir müssen probieren, besser mit der Zone-Verteidigung klarzukommen. Nein, oh, den hätte er locker fangen können. Zach Flowers und Quitty Pay, glaube ich. Jawohl. Third and 18. Woodson hatte ich nur, das ist weiterer Yardverlust, 4.20. Und siehst du, wie gut unser Defense vielleicht gewesen wäre, wenn wir davor schon auf Zone umgeschalten hätten und nicht Man Coverage gespielt hätten. Man Coverage ist super gegen Running Play, glaube ich, bei uns. Oh, das ist ein Touchdown. Deion Sanders mit Leichtigkeit. Nein! Boah, hier kommt er außen. Oh Gott im Himmel. Ich dachte, das reicht, aber das wird ein bisschen zu weit nach außen gekommen. Egal. Score a field goal this drive. Make 40 plus yard field goal this drive. Okay, gegen die Jaguars. Für Week 13. Jettas. Wie weit muss das Field Goal weg sein? 40 plus Yards, das sollten wir haben. Wir hätten es Geno auch noch ein bisschen einfacher machen können, aber da ist zum Glück der Regler mit dabei, der uns das Ganze einfacher macht, und da haben wir unser Field Goal. Jawohl, und damit hätten wir die Challenges abgeschlossen. View Postgame Summary. Nach 4 Minuten, wow. Okay, ja, da hängen wir jetzt noch was von Zero Chill dran. Da gibt es nämlich aktuell noch ein Einstiegsding.
So, nehmen wir das als Thumbnail. Sieht nämlich, glaube ich, ganz gut aus. So, Finish Game. Da gibt es aktuell ein Limited Gift. Das heißt, wenn ihr die Chance habt, versucht das doch mal zu holen. Das werden wir jetzt versuchen zu holen. Nachdem die Folge sonst nur 5 Minuten dauert und wir am Mittwoch schon keine Folge hatten, weil mir ein Event gefehlt hat, wo ich gesagt hätte, ja, da können wir einsteigen, weil da können wir uns das Wasser spielen. Das haben wir jetzt bei Zero Chill. Deswegen, ja, so Rewards. Da kriegen wir jetzt einiges raus. Bengals 1970s Classic Home. Okay, so. 6 von 6 Sterne, sehr schön. Frozen Engine Room. Stocking Stuffer. Nice Mystery Present. Limited Time. The Madden Express. Und dafür brauchen wir 10 Sternchen. Night Before Mudmess. 5 Sterne gibt es aufs erste. All Pro plus dann die zwei Dinger. Keine. Also wir müssen 6 Pässe schaffen. Nicht mehr als 5 Incomplete Passes und 40 Yards in 4 Spielzügen. Dann haben wir 4 Sterne. Okay. Meier hat ihn auch noch Glück. Weiß nicht, warum der dann nicht sofort geworfen hat bei uns. Oh, er droppt ihn, das gibt's nicht. Dachte, hätte ihn. Mann, 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 Mann. Die 40 Yards haben wir schön gemacht von Jettas. Wir haben erst 2 Complete Pässe. Das war nur 3. Oh, Darius Slay. Boah, jetzt müssen wir aufpassen, weil jetzt muss er natürlich schon schauen, dass er den die restlichen kriegt. First down. 5 von 6. Let's go now.
Alles war für den Arsch. Und alles war für den Arsch. Das ist natürlich schlecht, klar. Das ist urschlecht. Restart Game. Yes. Der erste gleich mal nicht angekommen. Es ist natürlich super schwer, gegen jemanden zu spielen, der so viel Macht hat, defensiv. Digga, wo wirfst du denn hin, Mann? Also, bei aller Ehre. RG3, das ist ein Witz, was du da wirfst. Der nächste Incomplete Pass. Drei Pässe, dreimal so incomplete, da wird's mir schlecht, ehrlich. Die 40 Yards haben wir wieder. Es ist unfassbar, es ist unfassbar. Weißt du, wenn einfach die ersten drei nicht so komplett irgendwo in die Pampa pfeffert, dann haben wir hier wirklich eine Chance. Jawohl. Musste geben, es ging gar nicht anders. Digga, da steht wieder. Alter, nee, also wenn ich im Lauf bin, nicht mal dann schmeiß ich so einen Dreckspass. Jetzt mal ehrlich. Das ist ja Wahnsinn, was der Junge macht. Hunter Henry, boah, starker Catch. Die 40 Yards haben wir gut. Von 6. Man rutscht weg. 4. und 3. Das ist natürlich bitter.
Und wieder Challenge gefailt, weil sie ist. Alter, weil wir wegrutschen. Das ist. Ich krieg die Krise, ehrlich. Ich krieg die Krise, ehrlich. Easy. Ich hasse Challenges gegen die Eagles. Die Eagles sind so eine Mannschaft, da kriege ich so einen Kotzreiz, wenn wir gegen die irgendwas machen müssen. Schau dir das an. Die sind 4-5 Meter hinter unserem Mann und trotzdem kommen sie problemlos hin. Easy, easy. Da kannst du laufen, wie du willst. Keine. Dann habe ich sie endlich mal so weit, dass sie richtig laufen und dann fehlt mir die Pass Protection, Alter. Ich krieg die Krise, ohne Witz. Ich krieg noch die Krise mit unserer Mannschaft. Voila, AMK. Es ist unfassbar. Es fällt mir kein anderes Wort mehr ein. Eins von 6 für 20 Yards. Ja, und damit schaffen wir die 40 Yards nicht. Oder? Jupp, das heißt, wir können restarten. Dass der Block nicht da. Das kann nicht wahr sein, ehrlich. Ich kriege bei Merlins Bart, ich kriege die Krise mit unserer O-Line oder beziehungsweise mit den Leuten, die blocken sollen. Das ist unfassbar. Als hättest du eine Mannschaft voller Affen, wirklich. Schöner Juke. 2 von 6 Passes complete. Von 6 jetzt 2 Pässe auf Henry und das Ding ist gegessen. Wenn keiner zum Passen weiß, kann ich nicht passen, das ist das Problem. Das sollte der 6. Catch gewesen sein. Der 6. Genau, Hammer.
5 Sterne. Play next challenge. Score a passing touchdown this drive. Pass for 30 plus yards in 6 plays für 20 in 4. Okay, am Ende muss ein passing touchdown sein. Also ein weiter Pass wäre perfekt jetzt. Und wieder wirft er irgendwo hin. Ich meine, es ist sicher on the run, ja, out of, aber so weit out of reach, da steht halt nicht mal mehr eine tote Oma da hinten, wo er den Ball hinwirft. Und das ist halt das, was mich ärgert. Perfekter Pick. G3, du gehst mir so auf den Sack, ehrlich. Ich weiß noch, wie gut er am Anfang war. Und wie heftig er mich jetzt langweilt. Wirklich, wie heftig. Fünf Sterne. Kannst du mir sagen, warum ich nur 4 bekomme? So Rush, nicht Pass. Oh mein Gott, okay. Ja gut, wenn ich lesen kann, ist selber schuld. Also 20 Yards passen und dann einen tiefen Pass schmeißen. Ach, das Ding sollte fertig sein, jawohl. So. Jetzt 40 Yards passen. Eine 30 Yards in 6 Spielzügen passen. Und score a passing touchdown. Okay. Auf Reach. Na, hätte man fangen können. Moss für 17 Yards. Wieder getackelt, wirft den Ball nicht weg. Pass Interference! Digga, der hält mich auf. Boah, da kriege ich einen Kotzreiz, wenn ich sowas sehe. Ehrlich, da kriege ich einen Kotzreiz. Die stellen sich da eine Wand hin, halten mich auf, ich kann nicht vorbeilaufen und das ist keine Pass Interference oder was? Boah, da krieg ich so einen Hals, ehrlich. Da krieg ich so einen Hals, ehrlich. Das ist unfassbar.
20 Yards Rushing, check. Und wieder, er wirft einfach, ich krieg das Haare raufen mit diesem scheiß Quarterback. Das ist, als würdest du versuchen, einem Affen zu erklären, was er machen soll. Es tut mir so leid. Es ärgert mich einfach, weil die Pässe von uns sind so gut. Beziehungsweise der Gedanke ist so gut, aber der Pass ist dann einfach so unterste Schublade. Dann haut er wieder so ein Ding raus und mir denkst, warum kriegt er den jetzt wieder hin? Also RG3 ist echt nicht mehr zeitgemäß als Quarterback, muss ich einfach straight so sagen. Aber wir haben unsere 5 Sterne hoffentlich jetzt. Jawohl. So, Return to Challenges. Damit haben wir unser Paket abgeholt. Machen wir natürlich dann noch nicht auf, das heben wir uns noch auf. Das Paket. Sehr limitiert. Genau. Alles, was wir an Geschenke und Mystery-Geschenken und Coca-G kriegen, wie gesagt, wartet alles bis nach Weihnachten. Und dann werden wir da richtig geile Pack-Opening-Folge raushauen. Nice Mystery-Present. Und dann werden wir uns natürlich auch voll all-in gehen, was Gameplay-technisch ein Super Bowl angeht. Genau, so, 5 Sterne haben wir schon mal, beziehungsweise 10 Sterne, nächsten gibt es bei 10 Sternen, 1000 Snowflakes, Stocking Stuffer, Mystery Present, bei 90 dann Zero Chill XP, Stocking Stuffer und so weiter. Dann haben wir hier die Frozen Festivities noch, die ich gerne abschließen will, da gibt es auch Simple Mystery Present. Mich erwartet hier, glaube ich, einiges, was ich tun muss, auch offline in diesem Monat. Deswegen werden wir fürs Zuschauen. Zack, schauen wir vor, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, Tschüssikowski.